Eine wichtige Aufgabe der Kinetik ist die Ermittlung des Reaktionsgeschwindigkeitsgesetzes und damit der Reaktionsordnung. Wir untersuchen eine Reaktion, indem wir verschiedene Ausgangskonzentrationen vorgeben und die Anfangsreaktionsgeschwindigkeit ermitteln. Wichtig ist, dass wir nur Experimente vergleichen, bei denen sich jeweils nur ein Parameter ändert. Wenn wir das Experiment 1 mit dem Experiment 3 vergleichen, sehen wir, dass die Konzentration von B konstant gehalten wird. Die Konzentration von dem isolierten A wird um den Faktor 3 erhöht und als Resultat nimmt auch die Reaktionsgeschwindigkeit um den Faktor 3 zu. Das ist ein klassisches Indiz für eine Reaktion erster Ordnung. Geschwindigkeit und Konzentration sind proportional. Wenn wir das Experiment 1 mit dem Experiment 4 vergleichen, sehen wir, dass die Konzentration von A konstant ist und wir sozusagen B isoliert haben. Eine Verdreifachung der Konzentration von B liefert keine Veränderung der Reaktionsgeschwindigkeit. Das ist ein Indiz für eine Reaktion nullter Ordnung. Hier ist die Geschwindigkeit unabhängig von der Konzentration. Wir haben also ein Geschwindigkeitsgesetz in der Art, dass die Geschwindigkeit gleich k mal a hoch 1 mal b hoch 0 ist. B hoch 0 ist 1, können wir weglassen. Wenn wir k ermitteln wollen, lösen wir diese Gleichung nach k auf und suchen uns einfach beliebige Kombinationen. Es muss auf jeden Fall dasselbe Ergebnis rauskommen. Wenn wir das Experiment 1 betrachten, haben wir 0,12 als Geschwindigkeit, dividieren durch 0,3 als Konzentration und erhalten 0,41 durch Sekunde als Reaktionsgeschwindigkeitskonstante.